Ja, Leute, dass man sich mal wieder hier ganz schnell gerade den Pokédex erhalten. Jetzt geht's weiter. Wieder zurück nach Vertania City. Nun gut. Was erwartet uns? Ja, ich habe ja schon so ein paar Pläne. Also jeder Let's Player macht das ja so generell. Man plant, welche Pokémon in seinem endgültigen Team sein werden. Und so, und ich habe ja sogar schon geplant, wie ich sie nenne, nämlich nach WSD-Mitgliedern. Ja. Und dann hat es, habe ich das heute zu mir erzählt, der das erkennt, aus Starcraft gibt es von mir. Oder so. Oder aus, keine Ahnung, CD-Montagen, irgendwas, was er spielt. Leute, vielleicht. Ja, der hat sich gewünscht, dass ich an mir ein Mobilcard fange und es zu mir nenne. Ja, ein Prinzip gehört, ein Snobili-Card. Ein langweiliges, scheiß, schlechtes Snobili-Card. Naja. Muss ich dann auch einhalten. Weil das wäre sonst Asyl. Deswegen habe ich jetzt ins Last ein Snobili-Card in mein endgültiges Team zu nehmen und das zu mir zu nehmen. Ob das so gut ist, weiß ich ja nicht. Aber, ja, naja, was soll man tun? Und, ich habe auch schon einen Wunsch, ein Pokémon, das ich Schönke nenne. Nämlich, Habitag, beziehungsweise, wenn es fertig entwickelt ist, Ibitag, will ich haben. Ja, das klingt scheiße, schlechtes Pokémon, bla bla bla. Ich find's geil, ist auch gut, das coole Pokémon. Und ich will das Spiel nicht mit so Mainstream-Pokémon durchspielen. Das passt doch gut. Alle fangen sich, ne, Simsala, Gengar, Girbert, Skaradas, Ich mache das Spiel mit so einem Stubilikator und einem Mibitak durch im Team. Ja. Das ist mal was anderes. Ne? Was Neues. Muss ich mir hier wissen, wie es ist. Und? Zum Glück, wie es gut ist, will hier, also, wie hier, ich bin komplett gaga heute. Gibt es hier Route 22 neben Vertania City östlich von Vertania. Westlich. Mann, hier nutze ich mir nicht mal so eine Stärke. Westlich von Vertania City Habitags. Leider mit einer Spawnrate von gerade mal 10%. Ich hab's mir neulich angesehen, also 10% Wahrscheinlichkeit, dass es ein Habitag wird. Also, das ist ja gar nichts praktisch, jeder 10. Kampf. Aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht. Ich will jetzt nicht, wenn er mich einmal angreift, bin ich tot. Dann habe ich gegen ein wildes Ratzfatz verloren. Kann ich nicht verantworten. Setze ich jetzt mal lieber einen Trank ein, weil ihr wollt ja nicht sehen, wie ich gegen ein wildes Ratzfatz sterbe. Hätte ich ruhig machen können, weil er hatte eh nur guten Schlag eingesetzt. Schön zu wissen, dass ich einen Trank verschwendet habe. Stimmt, so viel, ja. Viermal roten Schlag eingesetzt oder so. Naja, das ist ganz schön viel. Ja. Es dauert ja noch Ewigkeiten, bis hier ein Habitat kommt, denke ich mal. Leute, ich habe eine Idee. Ich werde einfach hier den Teil, der jetzt nach dem Mankey-Kampf kommt, vorspulen. Das heißt, ich werde das jetzt aufnehmen, nicht mit diesem Emulator-Speed-Up-Dreck. Weil hier, das ist hier so, dass alles so schnell geht. Weil das finde ich uncool, sowas damit zu machen, was irgendwie, ja, Noob-like finde ich schon. Ich spiele das jetzt. Also, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen weiter und dann werde ich das, wenn ich das fertige Video habe, was dann 17 Minuten geht oder so, die
die 2 Minuten oder so, die ich jetzt hier noch mit verbringe, bis das Habitat spawnt, werde ich einfach im Zeitraffer vergehen lassen. Als Beweis, dass ich dann nicht irgendwie... Ach, egal, weiß, pipapo. Hätte ich jetzt über das geredet und ihr hättet gesehen, dass meine Stimme auch ganz schnell wird. Aber... ich wollte ja nicht beweisen hier. Ich glaube mir das ja, dass ich hier nicht schummel mit dem Speed-Up. Deswegen, wenn es kein Habitat ist, ist es kein Habitat. Ab jetzt werde ich nichts mehr sagen. Ihr werdet gleich alles nur noch im Zeitraffer sehen. Endlich, Leute, ich kann wieder hier labern, meinen Dampf dazugeben. Da waren jetzt hier, ich habe gar nicht auf die, oh, ich hab noch einen Rankenhieb, gar nicht auf die Zeit geachtet. Ein paar Minuten, jedenfalls, die ich verschwendet habe, auf gut Deutsch, damit dieses Habitat hier zu finden. Ich hoffe, es reicht mit dem, was ich, weil ich glaube, mit der Tackle-Attacke würde ich das töten. Ja. Mann, so geht das doch. Ich hoffe jetzt mal. Ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, 5 Minuten habe ich jetzt dafür gebraucht. Ja, dann mache ich. Ah nein, ich wollte den Pokédex-Eintrag vorlesen. Jetzt habe ich zu sehr gedacht, um den Pokédex-Eintrag euch vorzutragen, ja, wie man es eigentlich tun müsste, damit ihr auch Bescheid wisst über die Pokémon. Zinker, zinker. Was mache ich jetzt? Ich lese jetzt noch den Pokédex-Eintrag durch. Habitat, Kleinvogel, Größe 30 cm, Gewicht 2 kg. Es ernährt sich von Insekten, die es im Gras findet. Ein starker Flügelschlag hält es in der Luft. Und das war der Ruf. Ja, das sollte ein bisschen lustig sein. Nein, das war falsch. Bisschen lustig. Ja, Scherz, ne? Ganz schön anstrengend. Ich konnte mich nicht zurückhalten und habe zwischendurch ein bisschen geredet. Das wird ihr denn einfach nur als Blüpp oder so entnommen haben, so als ganz schnelles Reden. Ja. Bin mal gespannt. Ja, eigentlich dürfen wir ja Gott sei sagen. Ich bin mal gespannt, ob wir die erste Arena schaffen, aber mit einem Bisasam ist mir gerade aufgefallen, dass das gar kein Problem sein. Schönke ist sogar schon auf Level 5. Das ist doch super, ne? Super, 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 super. Ich weiß noch nicht, also ich weiß nicht, ob ich mein komplettes Team von anderen entscheiden lasse. Dann mache ich das nämlich, dann lasse ich das nämlich, also dann nenne ich die jedenfalls so, wie die wollen. Nur wie bei Zume mit dem Mauzi, was ich euch von erzählt habe. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Hm? Was ist das für eine rote Box? Ah, du hattest dann einen Pokédex.
dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Man weiß nicht, wie man Pokémon fängt. Doch, weiß ich. Sag mir's nicht. Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Schön. Bin ich eher nicht deiner Meinung, alter Mann, aber wenn du das meinst, was sollte der alte Mann tun? Ne, die Option, die ich jetzt will, gibt's nicht. Entschuldigung, schwarzer Humor. Das gehört eigentlich nicht hierhin. Oder? Vielleicht da? Der alte Mann wirft einen Pokéball. Hoffentlich fängt er das auch nie. Ja. Früher Pokémon Blau. Wisst ihr noch? Da war der alte Mann hier gar nicht so blöd. Da war der Schlüssel zu unendlich Sonderbonbons. Erkläre ich euch gleich. So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier nimmt das auch. Ich glaube, ich habe die Stimme nicht wieder ganz ausreichend. Guck mal auf die Leertaste, dann geht alles schnell. Weil es etwas gibt, was du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Ich kann die Stimme nicht nochmal machen. Oh, da ist ein Item, das hole ich mir schnell. Weil man holt sich alle Items. Das kann man es immer mal brauchen. Ja. Was ich erwähnt habe mit den unendlich Sonderbonbons und unendlich Meisterbällen und unendlich alles. Früher, bei der blauen Edition, das wisst ihr sicher alle, ich erzähle nichts Neues, aber vielleicht der ein oder andere weiß es, vielleicht nicht, konnte man in der Zinnoberinsel ein Item, also auf der Zinnoberinsel hast du ein Item und einen Beutel gepackt, 7. Stelle oder 11. Stelle war es, von oben. Dann bist du hier hingeflogen, nach Vatana City, hast dir von dem Mann erklären lassen, wie man Pokémon fängt, bist wieder zurückgeflogen und am rechten Streifen, also ein Bewegungspixel, nenne ich das jetzt mal, also wo man stehen kann, das ist ein Bewegungspixel und das ist in der nächste, also genau diese, dann eine Reihe von oben nach unten an der Küste der Zinnoberinsel hoch und runter gesurft und dann kam irgendwann, also da kam, das war schlecht gekodete Reihe oder so. Also jedenfalls kamen da seltsame Sachen. Da kam Relaxus auf Level 400 und. Oder Dittos oder was da alles kam. Man kam dann ein Missingo. Missing Number. Weil es hat halt keine Nummer. Und dadurch wurde dann ein Bug erzielt, durch das Item, was du vorher an die bestimmte Stelle getan hast. Auf einmal, als du es abgelegt hast in deine Box, konntest du so oft 99 Mal ablegen, wie du willst. Also, da als kleines Kind hat man sich so gefreut darüber, dass man das irgendwie hingekriegt hat. Ich weiß noch, wie ich da mit dem Gameboy saß. Robert, ich hab's hingekriegt. Hier, 99 Mal morgens, alles auf Level 100. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Also, da kann ich mal ein Video zu drehen hier. How to get infinite rare candy. Kriegt man dann die Sonderbonbons, Tutorial, nur im Blau. So, gleich mal Kampf. Ich lasse natürlich kein Trainer aus. Ja, Verschwendung. Hey, du hast auch Pokémon, los, lass uns kämpfen. Gute Idee. Nach dem Kampf cutte ich dann nochmal und sage Tschüss. Ja, denke ich mal. Also, wenn wir jetzt so überlegen, wie lange das Zeitraffer ist, also ich weiß jetzt ja nicht, wie lange das Video geben wird, weil das Zeitraffer veranspricht ja weniger Zeit im fertigen Video, als jetzt hier bei meiner Aufnahme steht. Hab mir gedacht, ne? Von mir. Ja. Wenn ihr den ganzen Part mal Resümee passieren lassen, wissen wir jetzt, ihr wisst, dass ich einen Mauzi haben will, oder ein Snubbilicard. Und wir haben unser Habitat gefangen. Weil Habitat cool ist, mit Ibitak noch viel cooler. Was unser. Das ist gerade Robby von Kiva Sammler Baldur eingesetzt. Okay, ist hier das Pokémon wechseln? Nein. Was uns in die Pokéliga begleiten wird. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber man will halt mal gegen den Mainstream. Und nicht Pokémon nehmen, die alle nehmen. Und dann Snubbilicard und Ibitak. Und ich hatte auch noch vor, Kokobai zu fangen, weil Kokobai ist extrem cool. Oder Rizeros, irgendwelche Pokémon, die sich nur einmal entwickeln, sondern die sich nicht alle fangen. Richtig geile Pokémon, so. Dicktree vielleicht. Sowas halt. Ja, das war's dann jetzt.
Ich verabschiede mich und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Habt Spaß auf die nächsten Parts bekommen und man sieht sich.